zur Liebeslegung mit Ella, das Taroskop für den Mai für alle Sternzeichen. Wir verwenden von Colette Baron-Breed die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen, das im Bereich Partnerschaften. Für die allgemeinen Energien in Partnerschaften oder potenziellen Partnerschaften, also sich entwickelnden, da haben wir das Botticelli-Deck, das goldene Botticelli-Deck. Athanas Alexandrov Athanasov, das ist der Ersteller dieser Karten. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das Tarot der sexuellen Magie. Ja? Und das ist von, ich muss mal gucken, Mauro De Luca und Laura Törn, Tom. Also auch auf der Webseite zu finden, wenn ihr daran interessiert seid. Wir machen heute auch ein paar Dinge in der Astrologie. Wir wollen schauen, wie sich das entwickelt im Monat Mai. Und ja, schauen wir mal, was für dich in der Allgemeinlegung in Sachen Liebe für den Mai drin ist. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Widder, zur Taroskoplegung mit Ella in Sachen Liebe für den Monat Mai. Zuvor machen wir noch ein bisschen Astrologie, damit du weißt, was so von den Sternen kommt. Es ist ja allgemein, gilt also allgemein für alle Widder. Und wir haben ja natürlich in diesem Jahr Saturn mit drin, der aber dafür sorgt, dass du dich mehr auf die Dinge konzentrierst und planvoller vorgehst. Das kann dir auch in Beziehungen natürlich nützlich sein. Ja. Und wir haben natürlich in der Jahresmitte Mars im Widder. Ja, und das kann natürlich dafür sorgen, dass du nochmal gepusht wirst und aggressiv vorgehst. Und du bist auch sicherlich erfolgreich. Wichtig ist, dass du ein bisschen Kontenance behältst, also nicht übers Ziel hinausschießt und auch verbal nicht übertreibst. Ja. Venus ist sehr vorteilhaft, auch gerade jetzt im Mai für dich. Wenn du Single bist, kannst du den Menschen fürs Leben finden in diesem Monat. Und für Paare gilt, dass man da natürlich auch ja, die Zeit intensiv nutzen kann. So, Negatives solltest du natürlich hinter dir lassen. Jupiter fordert auf, weil er auch nicht so zugegen ist momentan, dass du dich ein bisschen mäßigt auf dem Teppich bleibst und nicht übertreibst. Saturn haben wir natürlich immer auch, dass er Hindernisse in den Weg knallt, ganz klar. Da muss man ein bisschen aufpassen. Unberührt bleibst du von Uranus und Neptun, da passiert nicht viel. Und mit Pluto kannst du eine Menge Ehrgeiz entwickeln. Und da kannst du dir große Ziele stecken. Und das hast du sicherlich schon im April getan. Mars bringt den Erfolg, wie gesagt. Wir haben vom 30. März bis 13. Mai, da bekommst du Anerkennung und Respekt von anderen. Und wir haben aber ab 28. Juni eine Pause, bis wo du dann, nein, Quatsch. Mars bis zum 28. Juni geht er in Pause. Das heißt, ab 13. Mai hast du nicht mehr so dann die Unterstützung von Mars. Und das bedeutet, dass du erstmal ein bisschen kürzer treten darfst, auch das Privatleben nutzen kannst und das gerade auch für deine Beziehungen. Und das solltest du auf jeden Fall. Wir haben Venus. Wir haben eine Rückläufigkeit in der Venus. Ja, da kannst du alte Freundschaften aufleben lassen. Ja, Leute besuchen und an denen dir liegt. Und du hast eine sehr positive Ausstrahlung. Ja, die Rückläufigkeit ist vom 13. Mai bis 25. Juni. Und danach haben wir eine Krebs-Venus. Und das ist auch sehr gefühlvoll. Und wenn dich Mars ja sowieso ein bisschen mit Power zurückhält oder sich mit Power zurückhält, solltest du aufpassen, gerade bei der Krebs-Venus ab 13. Mai, dass du da nicht so ein bisschen sehr empfindlich wirst. Ja. Weil das alles nicht immer so akkurat läuft oder nicht sofort ist, ja, nicht mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Du kannst andere überzeugen, besonders gute Tage verbal, also mit Merkur sind 11. bis 28. Mai. Ja, du musst halt immer aufpassen, dass du eben nicht übertreibst in irgendeiner Form. Ja? Entweder zu wütend, zu freundlich, zu entgegenkommend. Immer das gesunde Mittelmaß suchen. Das ist ganz wichtig und eben die richtigen Worte zu finden, was auch für andere nicht immer einfach ist.
Ja, du wirst verschont von negativen Einflüssen im Mai und du kannst wirklich auch beruflich durchstarten. Venus ist ja nicht nur Liebe und Partnerschaft, sondern auch Finanzen. Und da kannst du am 22. Mai mit einem Erfolg rechnen, um dieses Datum herum. Das wird nicht bei jedem der gleiche Tag sein, ganz klar. Du solltest dann, wenn du einen Erfolg einstreichst, das mit deinen Lieben oder auch mit deinen Freunden, mit denen, die daran beteiligt waren, feiern. Und das Erfolg macht sexy, ganz klar. Und das kannst du natürlich in Partnerschaften, in Liebesbeziehungen oder angehenden Liebesbeziehungen natürlich nutzen. Und das solltest du im Mai. Schauen wir jetzt auch mal, was die Karten dazu sagen, was wir haben für dich und wie sich das im Monat Mai für dich auswirkt. So, mein lieber Widder, was haben die Karten für dich im Monat Mai? Was ist das Thema? Die Sechs der Stäbe, Erfolg. Ich denke mal, sowohl Erfolg im Job als auch in Beziehungen. Deine Energie ist die 5 der Münzen. Du bist so auf Ellenbogenmentalität eingestellt. Das heißt, du verteidigst alles, was dir wichtig ist, sei es jetzt beruflich oder privat. Denk dran, nicht zu übertreiben. Dein Gegenüber, dein Partner, Partnerin hat Geduld mit den 7 der Münzen. Das heißt, ja, vielleicht übertreibst du das ein oder andere Mal, aber wer dich kennt, wird wissen, dass das alles nicht so gemeint ist. Ihr harmoniert mit der Herrscherin, das bedeutet, wenn Familienplanung ansteht oder so, wäre das ein günstiger Monat. Die Herrscherin lässt alles fruchtbar werden, wachsen. Wir sind ja auch im Frühling. Und ja, ich denke mal, dass sowohl deine Projekte als auch deine Liebesbeziehungen fruchtbar sind, also im Sinne von, sie laufen gut. Worauf solltest du achten? Die Liebenden. Das heißt, auch liebevolle Gesten, liebevolles Entgegenkommen, liebevolle Worte dürfen nicht fehlen. Ja, der Ratschlag ist die 10 der Kelche und das bedeutet, lass deine Liebe fließen, zeige deine Liebe, zeig deinem Gegenüber, was du möchtest, was du willst, wie du fühlst. Das ist sehr schön. Das bringt dir, glaube ich, auch den Erfolg, ja. Und dein Gegenüber wird dann sicherlich auch sehr froh sein. Wir haben als Ausgang der Mond, das ist diese Empfindsamkeit. Ich denke, das ist zum Ende des Monats eben die Krebs-Venus, dass du ein bisschen launisch sein könntest. Aber auch dein Gegenüber, ne? Krebsenergie ist halt sehr empfindsam, aber eben auch sehr launisch. Und das muss man eben mit berücksichtigen. Also nicht die Dinge zu eng sehen nach Möglichkeit. Was haben wir mit dem zweiten Kartendeck? Du hast den Erfolg als Energie für dich. Wir haben die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Das bedeutet sowohl in Finanzen als auch partnerschaftlich. Das haben wir schon in der Astrologie gehört, dass da Sicherheit und Stabilität drin ist. Wir haben bei dir die 5 der Münzen. Das ist auch vielleicht, dass du ja, so ein bisschen abwehrend bist, nach außen zurückgezogen, das für dich haben möchtest, dass du nicht jeden an dich heranlässt, vielleicht auch. Wir haben das Gericht. Du beurteilst die Menschen danach, wie sie dir entgegentreten. Ja, aber du bist ja auch eine Person, die natürlich danach beurteilt wird, wie sie den anderen entgegentritt. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn du da sehr nett, sehr höflich, sehr offen entgegentrittst. Die 7 der Münzen bei deinem Gegenüber, wir haben die Liebenden, sehr schön. Ja, das ist auch das Thema für dein Gegenüber, für deinen Partner, deine Partnerin oder potenzielle Partner, Partnerin, ne? Was haben wir mit der Herrscherin? Das ist die Harmonie. Wir haben den König der Schwerter. Wahre Worte. Miteinander kommunizieren. Der König der Schwerter wählt manchmal sehr schroffe Wörter oder ist sehr direkt. Das kann man ja ein bisschen relativieren, indem man eben diese Dinge in liebevolle Worte fasst, ja. Wir haben, worauf du achten solltest, wir sind an einem Scheideweg in Sachen Liebe. Das heißt, vielleicht gibt es Entscheidungen zu treffen, vielleicht muss man sich irgendwo einigen. Lass deine Partner oder lass dein Gegenüber nicht im Regen stehen, sondern sprich darüber. Wir haben die 10 der Kelche als Ratschlag, also zeige deine Liebe. Die 9 der Schwerter ist unnötige Sorgen. Du brauchst dir keine Sorgen, um deine Liebe zu machen. Die 9 der Schwerter bedeutet aber vielleicht auch, dass du darüber sprechen solltest, wie du fühlst. Dass du die Dinge nach außen zeigen solltest, bei denen du das zeigen möchtest. Ja?
Wir haben den Mond, das ist die Empfindsamkeit, und wir haben die Acht der Stäbe, auch die Kommunikation, darüber zu sprechen, was einen belastet vielleicht auch, was man vermisst, vielleicht auch im Job oder dass man sich Sorgen macht oder dass man Befürchtungen hat. Kommunikation ist das A und O auch in Beziehungen. Wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, dann wird man auch sich öffnen und wird dem anderen sagen, du, ich mache mir Sorgen, dass das oder das ist und wie siehst du das? Und dann findet ihr einen Konsens, mit dem ihr dann wunderbar umgehen könnt. Mit den Fünf der Münzen ist es auch natürlich ein Rückzug, ein Überlegen, was tue ich? Und planen und vorausdenken ist ja auch wichtig für dich. Und nicht immer nur alles sofort und jetzt und mit dem Kopf durch die Wand. Wir haben die 44 Nachdenken für dich in Beziehungen, also eben auch die Dinge überdenken, auch deine eigenen Fehler. Der Mond fordert ja auch dazu auf, dass man sich mit seinen eigenen schlechten Eigenschaften mal ein bisschen auseinandersetzt. Die Karte Nachdenken hat die Grundbedeutung strategisches Vorgehen, der Einsatz von Analyse und Logik. Also nicht nur gefühlvoll an die Sache heranzugehen, sondern eben auch mit Logik. In der Liebe geht es nicht logisch zu, aber wenn du dich dazu entschließt, eine Partnerschaft einzugehen, ist es ratsam, außer dem gegenseitigen Verlangen noch ein paar andere Gemeinsamkeiten zu haben. Es gilt jetzt, das Für und Wider sachlich und nüchtern abzuwägen. Wenn es genug Verbindendes gibt, dann lasse dich auf eine Beziehung ein. Wenn nicht, dann werden sich noch andere Gelegenheiten bieten. Versuche nicht, etwas zu erzwingen. Und nimm dein Gegenüber beim Wort, wenn es sich dir in seinem Wesen zu erkennen gibt. Es geht jetzt nicht darum, in Fantasiegebilden zu schwelgen, sondern sich in jeder Hinsicht an die Fakten zu halten. Also tatsächlich auch an deine Fakten, wo ich denke, dass du sehr tiefe Gefühle für jemanden hegst und diese Fakten auch darzulegen, zu zeigen, zu offenbaren. Ja, da machst du dir vielleicht Sorgen, dass das zu viel sein könnte, aber ich glaube, dein Gegenüber wartet förmlich darauf, dass diese Liebesbezeugungen dann auch rüberkommen. Vielleicht auch in Form von, dass du dich nicht nur um deine Karriere, um dein Fortkommen kümmerst, sondern eben auch um deine Beziehung, deine Partnerschaft, dein Gegenüber. Wir haben sehr viel Liebe, sehr viel Geduld auf der anderen Seite und ich denke, dass man das ruhig auch mal ja, wertschätzen kann und zeigen kann, wie sehr einen das selbst beruhigt und vielleicht auch ein Stück weit mitträgt, ja, wenn man selbst nicht so viel Geduld hat, lieber Widder, ne? Also, vielleicht einfach mal eine nette Geste, ein Blumenstrauß oder irgendwas, was ihr miteinander teilt oder wenn du jemanden kennenlernen willst, auch eine ja, Überraschung, irgendwas Schönes. Und ich denke, dass du damit selbst auch viel für dich erreichen kannst. Der Erfolg ist dein, wenn du eben auch ein bisschen von dir offenbarst. Und das ist, wie gesagt, in Beziehungen wirklich sehr wichtig und Gespräche und Kompromisse. Ja, also lass dich nicht davon abhalten im Mai. Wenn du magst, würde ich mich über Kommentare freuen, wie das für dich dann gewirkt hat, was du da umgesetzt hast, wie du das umgesetzt hast. Das wäre schön zu erfahren und wenn das hilfreich war für dich und dich darin beflügelt hat, dann würde ich mich natürlich über ein Däumchen hoch auch sehr freuen. Mein lieber Widder, eine schöne Zeit im Mai und dann sehen wir uns, wenn du magst, bei der Liebeslegung auch im Juni wieder. Bis dahin, alles Liebe und bis dann.